Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie fast immer, Jojo Long und Chobi Hui. Ja, liebe Zuhörende, heute haben wir uns was ganz Spezielles für Sie ausgedacht. Na, es gibt sie in Taiwan. Wir wissen zwar nicht, warum und woher sie kommen und wie sie hier überleben, aber es gibt sie. Deutsche Philosophen in Taiwan. Ja. Ja, Bihui. Ja. Du hast doch vor ein paar Tagen, nee, schon wieder vor ein paar Wochen, einen deutschen Philosophen hier im Sender interviewt. Und jetzt werden sich vielleicht manche Zuhörenden fragen, na, wieso haben wir davon nichts mitbekommen? Ja, seit fast einem Jahr senden wir nicht nur auf Deutsch für Deutschverstehende in aller Welt, sondern auch auf Chinesisch für vor allem, ja, ich denke, taiwanisches Publikum und ja, damit eben Taiwaner auch etwas mehr über Deutschland oder Österreich, die Schweiz, deutsch sprechende Länder, deutsche Kultur erfahren. Ja, und vor ein paar Wochen, wie gesagt, hat Bihui einen deutschen, hier in Taiwan lebenden Philosophen interviewt und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und Bihui meinte dann, dass sie auch noch den schon mal interviewt hätte, alles deutsche Philosophen. Ich denke so um die 5, 6, 7, 8, ja, oder manche hat Bihui schon wieder vergessen. Weil Bihui nicht mehr die Jüngste ist. Aber zum Glück haben diese Philosophen ja alle Bücher geschrieben, dass sie eigentlich schon unsterblich sind. Ja, sobald ein Buch veröffentlicht wurde, ist das ja ein Schritt in die Unsterblichkeit und einer, der vielleicht für das allgemeine Volk am verständlichsten ist eben ein gewisser Stefan Thome, den du vor Wochen eben interviewt hast. Denn er hat nicht ein philosophisches, also rein philosophisches Buch geschrieben, sondern eher auch ein geschichtliches oder ein gesellschaftsbetrachtendes, bestimmt auch mit ein paar philosophischen Hintergedanken und Hauptgedanken, aber vor allem gehen eine Familiengeschichte aus Taiwan. Wie du vorhin gesagt hast, haben wir eigentlich seit über einem Jahr schon solche Veranstaltungen und das heißt Yidong Luyinshi, bewegliche Studios. Ja, das heißt dieses ein Wanderstudio. ja, auch einmal ein Studio. Wanderzirkus, ein Wanderstudio. Also auf jeden Fall, da hatten wir dieses Programm und jede Sprachgruppe soll einige Sendungen veranstalten. Also in vergangenen Jahren, also 2021, haben wir schon dreimal solche Veranstaltungen abgehalten und in diesem Jahr haben wir, wie gesagt, vor ein paar Wochen schon mal eine Sendung gemacht und zwar interviewt wurde der Schriftsteller eigentlich, Roman-Schriftsteller Stefan Thome. Ganz interessant für mich ist, dass der, wie gesagt, einen Philosoph-Hintergrund hat und ich gehe davon aus, dass er aus seinem philosophischen Hintergrund und alles besser beobachten oder aus anderer Perspektive noch tiefer beobachten kann. Ja, aber darum hatte ich ja auch gefragt, ob er denn dieses Buch hätte schreiben, oder er hat ja mehrere Bücher, ob er diese Bücher hätte schreiben können, wenn er nicht Philosophie studiert hätte. Und er meinte ja, ja, auch. Ja. Oder auch wenn er nicht Philosophie studiert hätte, hätte er bestimmt auch diese Bücher schreiben können. Das würde ja seinen philosophischen Hintergrund sozusagen wieder etwas relativieren. Ja, nicht jeder Romanschreiber einen philosophischen Hintergrund hat, aber man kann tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven die Sache beobachten und dann natürlich was anderes schreiben. Es ist wirklich ein sehr erfolgreiches Gespräch, mindestens für mich, weil das ganze Gespräch hat mir wirklich Spaß gemacht und du als Hörer. Ja, ich habe auch interessiert zugehört. Genau, und Fragen und gestellt. Natürlich, ja. Und wie gesagt, er hat als Deutscher eine Familiensaga über drei Generationen von einer Familie aus Taiwan geschrieben. Also da würden doch viele Taiwaner jetzt sagen, wieso brauchen wir dazu einen Deutschen? Na, wieso kann ein Deutscher über uns in Taiwan so gut schreiben? Und ja, ich glaube, er hat sich sehr gut darauf
vorbereitet, ne? Sehr viel Zeit dafür verwendet. Bihoi, was weißt du noch? Er hat ja insgesamt 6 Bücher geschrieben, 5 Romane. Und dieser Roman, was du vorhin gesagt hast, ist sein letzter Roman, Pflaumenregen. Pflaumenregen? Und das wurde im vergangenen Jahr in Deutschland veröffentlicht. Es hat noch keine chinesische Übersetzung, aber in 2-3 Jahren kommt diese chinesische Übersetzung wahrscheinlich auf den Markt. Aber warum er so diese Geschichte geschrieben hat, und das habe ich natürlich ihn auch sofort gefragt, weil das soll wirklich sehr schwierig sein für einen Ausländer. Und ich kann mir gut vorstellen, dafür, für dieses Buch zu schreiben, müsste er eigentlich ziemlich viele, viele historische Dokumente oder überhaupt das Leben hier in Taiwan in der Geschichte sehr viel kennenlernen. Und er müsste eigentlich wirklich sehr, sehr viel Mühe dafür gemacht, dass das er das hat dann, er wohl auch gemacht. Ja, ne? Das hat ja tatsächlich sehr fleißig geforscht. Und, so, dass und sogar auch Personen interviewt, genau. Noch aus der Zeit vor 80 Jahren. Ja, er hat einige Personen noch gefunden, die aus der damaligen Zeit berichten konnten. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Ja, ich denke, als ein Mensch oder ein Philosoph oder ein Buchautor, der ist natürlich sehr interessiert an alle Sachen. Die Begegnung mit Taiwan fängt eigentlich schon im Jahr 1995 oder so, also als er zum ersten Mal nach Taiwan gekommen war. Er hat natürlich alle Möglichkeiten wahrgenommen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und so. Er wollte ja dieses Land und die Leute hier besser kennenlernen. Und das hat er auch dort sehr gut gemacht. Ja, genau. Und daher, er hat ja dann, wie gesagt, im vergangenen Jahr dieses Buch veröffentlicht, Pflaumenregen. Und das ist wirklich gar nicht so einfach, weil nicht nur die 3 Generationen wurde behandelt, eigentlich 5-6 Generationen, aber überhaupt, das ist eine Wahlgeschichte der jetzigen Taiwan, also von den Moment, damit wir die Zuhörenden nicht verwirren, die Geschichte selbst, also ist eine fiktive Geschichte, aber es sind viele wahre geschichtliche Hintergründe mit eingeflossen oder wahre geschichtliche Begebenheiten sind in diesem Roman verarbeitet. Ja, genau. Also begonnen hat die Szene gehabt, nämlich ein 8- oder 9-jähriges Mädchen namens Umeko. Sie rannt ja schnell zu der Schule, weil in der Schule ein Baseball-Wettbewerb fand statt. Da spielt ihr Bruder mit, oder? Genau, genau. Und daher, sie eilt ja schnell hin und so. Dann beginnt ja dieser ganze Roman. Und das war noch während der japanischen Kolonialzeit. Und als sie noch klein waren, war sie mit der Familie in Jingguasi in Nord-Taiwan, eine ehemalige Goldgräberstadt. Ja, sowas gibt es ja. Nicht nur im Wilden Westen in den USA, sondern nein, auch in Taiwan gab es eine Goldgräberstadt. Und sie sprach damals zu Hause und auch in der Schule Japanisch. Und sie hat damals auch einen japanischen Namen, nämlich Umeko. Und das heißt Pflaumenblüte oder so. Pflaumen, ja. Oder Pflaumenkind. Genau. Deswegen ist der Name des Buches Pflaumenregen auch etwas zweideutig. Ne? Pflaumenregen ist ja auch eine bestimmte Jahreszeit. In Taiwan, davon haben wir schon mal in Kaleidoskop berichtet. Und sie war damals 8 oder 9 Jahre alt und dann in nur wenigen Jahren hat Japan bei dem Zweiten Weltkrieg den Krieg verloren und die Japaner sind zurückgegangen und die Chinesen sind dann gekommen, die Kuomintang-Regierung im Jahr 1949, dann mit etwa 2 Millionen Chinesen nach Taiwan gekommen und dann musste sie dann mit dieser Änderung konfrontieren. Und das war natürlich etwas schwieriger, nicht nur für sie, Umeko alleine, sondern überhaupt für die ganze Familie. Ja, vor allem, weil ja auch einige in der Familie nicht unbedingt für die chinesische Regierung
oder bestimmte Politiken dieser neuen Regierung waren. Und dann sind sogar Familienmitglieder verschwunden. Ne? Auch genau. Der Bruder von ihr musste, glaube ich, ins Gefängnis. Ja, also ja. Auf der Lüdau. Okay. Auf der Gefängnisinsel im Südosten von Taiwan. Ja, da kommt man schwimmend nicht zurück nach Taiwan. Und die Geschichte geht natürlich immer weiter und sie muss ja, wie gesagt, mit vielen Sachen konfrontieren. Zum Ende dieses Buchs war sie schon 82 Jahre. Das heißt, im Laufe dieser 80 Jahre hat sie dann natürlich sehr vieles erlebt, von japanischer Kolonialzeit bis zur Kuomintang-Regierung. Ja, und dann die jetzt, ja auch eine Diktatur war, das kann man hier so sagen. Dann Aufhebung des Kriegsrechts und langsame Demokratisierung Taiwans bis jetzt, ja, in die moderne Jugend. Genau, mit den ganzen elektronischen Spielen, das kommt, glaube ich, auch vor, ne, wo die ganz junge Generation auch schon so handysüchtig ist, ja. Alles mit eingeflossen. Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach für einen Ausländer, aber er hat das... Moment, also ich würde das genau andersrum sehen. Okay. Ich würde sagen, nur ein Ausländer kann das objektiv beschreiben. Nur ein Ausländer ist ja nicht in Taiwan aufgewachsen und schon von seinen Eltern sozusagen Gehirn gewaschen worden, was er zu denken hat. Also eher für die Kuomintang oder für die Unabhängigkeit Taiwans oder so oder so oder so. Ne? Also ich finde, es ist zwar schwierig natürlich, aber es ist auch genauso für Taiwaner schwierig, so ein Buch zu schreiben. Die müssen ja genauso recherchieren und sie müssen noch über ihren eigenen Schatten springen. Über das, was seit ihrer Kindheit in die Köpfe eingehämmert worden war. Ich erinnere mich noch an mein Studium, da war eine Studentin aus Taiwan, die dachte, die Mongolei gehöre immer noch zur chinesischen Republik. Die ist aber schon seit, ich glaube, 1911 oder so unabhängig. Aber in ihrer Umgebung war es halt immer noch zum chinesischen Staatsgebiet gehörend. Das hat sie von klein auf so drin gehabt. Und ich denke, auch in anderen Bereichen gibt es wahrscheinlich ähnliche Gedankenstrukturen dann, und da ist es eben für einen Ausländer, würde ich mal sagen, einfacher, das Ganze objektiver zu sehen. Ja, so oder so. Ja, ja, also wenn ich der Kultusminister von Taiwan wäre, ich würde das zur Pflichtlektüre für alle Schulen machen, denn da lernen die Kinder auf sehr, sehr unterhaltsame, aber auch sehr anschauliche Weise eigentlich alles über die Geschichte der letzten 80 Jahre. Das ist, also ich würde das sofort zur Pflichtlektüre machen. Ich habe Stefan Thommen natürlich auch danach gefragt, nicht nur, warum er dieses Buch schreibt, sondern auch, warum er in Taiwan lebt. Und er lebte eigentlich seit 2005 wieder in Taiwan und seit über 13 Jahren dann fest in Taiwan. Mhm. Ja. Und er hat sogar gesagt, dass er Taiwan als seine zweite Familie oder Heimat betrachten. Ja, schön, dass Taiwan jetzt sehr viele ausländische Freunde, inklusive Jojo. Ja, Moment, heute geht es ja nicht heute geht es ja um Philosophen. Ich bin ja noch kein Philosoph, aber ich behalte mir das schon noch für meinen Rentenabend vor, irgendwann auch vielleicht mal Philosophie studieren zu können, aber bis jetzt finde ich mich selbst noch nicht reif genug. Ja, ich bin irgendwie, ich komme da nicht so mit bei vielen Gedankengängen. Aber zum Glück hat ja Stefan Thome kein rein philosophisches Buch geschrieben, sonst würde ich tatsächlich vermutlich nicht viel verstehen, sondern er hat einen geschichtlichen Roman geschrieben und da kann man gut mitlesen und sehr viel dabei lernen. Und ich hatte ja auch noch während dieser Live-Interview-Veranstaltung gefragt, ob er es sich denn vorstellen könne, dass er mit seinem Buch, wenn es mal ins Chinesische übersetzt ist, auch dann so an Schulen gehe und das an Schulen vorstellen würde. Denn sowas haben wir in Deutschland oft gehabt, eigentlich Autorenlesungen. Ich kann mich noch erinnern, das war so jedes Semester mindestens ein Autor. Martin Walser war sogar bei uns und ich denke mir, das wäre auch eine gute Idee eben für Schulen in Taiwan. Und weißt du noch, was er darauf geantwortet hat? ja, der
der hat gesagt, dass im Moment sehr unwahrscheinlich ist, zu einem, weil er sehr viele Termine hat. Mhm. Und zweitens, der ist ihm nicht ganz sicher, ob die Kinder in so junge Alten alles verstehen könnte. Aber ich gehe davon aus, Hauptsache ist, dass er terminlich nicht machbar ist. Ja, was macht er denn die ganze Zeit? Er ist natürlich sehr beschäftigt. Er hat in den letzten 12, 13 Jahren schon 6 Bücher geschrieben und jedes Buch etwa 500 Seiten oder noch mehr. Das heißt, der schreibt ja sehr fleißig und der braucht ja sehr viel Zeit, allein zu sein, um sich mit dem Schreiberei zu beschäftigen. Und der musste auch an vielen Lesungen teilnehmen. Zum Beispiel vor kurzem hat er noch an den Berliner Literaturwoche was mitgewirkt. Also er pendelt eigentlich ständig so zwischen Europa und Taiwan hin und her, weil er zum einen in Deutschland gefragt ist, aber auch 5 seiner Bücher, glaube ich, schon ins Chinesische übersetzt wurden. Nur Pflaumenregen noch nicht genau. Mhm. Also er ist auch hier, wenn internationale Buchmesse ist, hat er, glaube ich, jedes Jahr auch seine Auftritte hier. Das ist schon beeindruckend. Also für die Taipeher Buchmesse war er fast jedes Mal da und Frankfurter Buchmesse auch. Aber auf jeden Fall, das war wirklich eine sehr, sehr interessante Nachmittag, dass ich die Gelegenheit gehabt habe, mit so einem weisen und lustigen Mensch zu sprechen. Ja, und es beweist eigentlich wieder mal, dass Menschen, die Geschichte studiert haben oder Philosophie studiert haben, verschiedenste Aspekte des Lebens betrachten können, durch das Schreiben von Büchern ganz viele Menschen beeinflussen können. Das Denken vieler Menschen, das finde ich so toll. Ne? Der hat, wenn man das Buch gelesen hat, dann hat man wieder eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder so schreiben. Und deswegen hatte ich auch gefragt, ob er denn glaubt, wenn er nicht Philosophie studiert hätte, ob er dann auch diese Bücher hätte schreiben können. Er meint ja, wahrscheinlich schon, weil er schon immer den Drang zum Schreiben hatte. Ja, und jetzt weiß ich nicht. Und hast du vor, Bücher zu schreiben, Romane zu schreiben? Ja, ich würde auch gern schreiben. Oder hast du schon welche geschrieben? Da fehlt mir wahrscheinlich das Selbstbewusstsein. Man muss ja dann auch von sich denken, das, was man schreibt, ist für andere interessant. Und da bin ich mir schon seit 50 Jahren nicht sicher. Ich kenne schon viele Leute, die wirklich sehr fleißig beim Niederschreiben sind, nicht unbedingt für irgendwann mal diese Bücher zu veröffentlichen, sondern auf einmal für sich selber. Ne? Also das sind ja keine Tagebuchbücher, aber sie schreibt, um sich im Nachhinein nochmal lesen können oder dann verteilte mit anderen Freunden und so. Ja, so selbst Romane oder ähnliches, also das kommt eigentlich auch in Frage. Und ich denke, überhaupt die Deutschen lesen schon sehr gerne. Ich habe den Eindruck, überall in der Öffentlichkeit, da sieht man in der U-Bahn oder im Zug oder im Flughafen, also überhaupt lesen die Deutschen eher, während die Taiwaner, die lesen auch was, aber meistens aus dem Handy oder Tablet oder so. Nicht wirklich Bücher in der Hand. Aber trotzdem muss ich noch betonen, Taiwan gilt als ein der wenigen Länder, die so viele veröffentlichen, publizieren. Das schon. Also die Auflagen gehen meistens nicht über die 3000 hinaus. Die Erstauflagen, dann wird halt geschaut, wie sich das so verkauft. Aber trotzdem, es ist sehr vielfältig, das Publikationsangebot. Genau. Ja, so eine kleine Gemeinsamkeit zwischen Taiwan und Deutschland. Ja, okay. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Jojo Long und Chobi Hui. Bye bye aus Taipei.